Der Kunstraum Engländerbau liegt im Zentrum des Vaduzer Städtle, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kunstmuseum Liechtenstein, der Hilti Art Foundation und dem Liechtensteinischen Landesmuseum und ist somit Teil der Kunst- und Kulturmeile des Hauptortes des Fürstentums Liechtenstein. Trägerin des Kunstraums ist die Kulturstiftung Liechtenstein. Seit seiner Gründung im Jahr 2002, damals noch ein Projekt des Kulturbeirates der fürstlichen Regierung, hat der Kunstraum 90 Ausstellungen mit über 200 Kunstschaffenden und rund 500 vertiefenden und auch spartenübergreifenden Rahmenveranstaltungen realisiert. Als Plattform für zeitgenössisches Kunstschaffen fördert der Kunstraum Engländerbau in erster Linie Kunstschaffende aus Liechtenstein und den benachbarten Ländern Schweiz, Österreich und Deutschland. Eine Besonderheit des Kunstraums ist, dass sich Künstlerinnen und Künstler für eine Ausstellung im Kunstraum bewerben können und Projekte auch finanziell unterstützt werden. Der inhaltliche Schwerpunkt des Kunstraums liegt bei der bildenden Kunst. Kunst kann als internationale und interdisziplinäre Gruppenausstellung mit einem gleichberechtigten Fokus auf Kunstvermittlung und Kunstwerken stellt eine spannende Ausnahme im Ausstellungsprogramm des Kunstraums dar. Der Kunstraum ist ein besonderer Ort für Begegnungen mit aktueller zeitgenössischer regionaler Kunst, für Kunstschaffende und einem interessierten Publikum. In Zusammenarbeit mit 4 Partnern und 12 Künstlerpositionen aus Liechtenstein, Deutschland, Österreich und Italien ist diese Vermittlungs- und Lernplattform entwickelt worden. Sie visualisiert und vermittelt künstlerische Denk- und Arbeitshaltungen. Kunst kann, so der Titel dieser Ausstellung, präsentiert 12 Kunstwerke, 12 Videoauszüge aus Interviews mit den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern und einen Lernparcours mit 12 Stationen. Kunst kann verweist erst einmal auf das klassische Betrachten, auf das Hören, auf das Wahrnehmen. Zu jedem Kunstwerk, und das ist das Besondere an dieser Plattform, gibt es eben eine Lernstation, an der Besucherinnen und Besucher für sich selber eine Erfahrung machen können, indem sie eine künstlerische Praxis ausprobieren. Von Berufswegen sind es vorwiegend Künstlerinnen und Künstler, die sich gezielt in Unsicherheit begeben. Sie wollen das Neue und das finden sie nicht auf bekannten Wegen. Dafür gehen sie lieber Umwege und suchen sich Terra Incognita. Das Neue trägt Unvorhergesehenes und Ergebnisoffenes in sich, birgt aber auch Risiken und Fehler. In der heutigen Zeit, geprägt von Dynamik und Unübersichtlichkeit, Chaos und Widersprüchlichkeit, können künstlerische Eigenschaften und Fähigkeiten im Umgang mit dem Unbekannten für andere Menschen hilfreich und bereichernd sein. Kunst kann lässt die beteiligten Künstlerinnen und Künstler schildern, wie sie an ihre Sache herangehen, wie sie ihren künstlerischen Prozess steuern, welche Rolle Offenheit, Neugierde, Mut, Spielfreude auch, Improvisation, Kommunikation und Zusammenarbeit spielen, wie sie mit Überraschung, Krisen und Momente des Scheiterns umgehen, was ihnen Erfolg bedeutet. Es geht um Haltungen, künstlerische Eigenschaften und Einstellungen. Damit erhalten Besucherinnen und Besucher Einblicke in die Sichtweisen von Künstlerinnen und Künstlern und Impulse, wie sie selber um die Ecke denken und ihren persönlichen Handlungsspielraum erweitern können. Das ist der Kern dieser Vermittlungs- und Lernplattform, die von 4 Partnern erarbeitet wurde. Es sind dies Kubus Kulturvermittlung aus Balzers Liechtenstein, das Haus am Lützowplatz in Berlin, das Bildungshaus St. Pölten in Österreich und das Südtiroler Landesmuseum für Kultur und Landesgeschichte Schloss Tirol in Dorf Tirol, Italien, die durch Erasmus Plus und die Kulturstiftung Liechtenstein co-geförderte Entwicklung der Plattform im Kunstraum Engländerbau in Vaduz wird im Anschluss in Berlin, St. Pölten und Südtirol gezeigt.
Dazu erscheint auch ein umfassendes Handbuch, das in den 4 Häusern gegen eine Schutzgebühr erworben werden kann. Nun möchte ich Ihnen gerne die Hauptakteure vorstellen. Die beteiligten Künstlerinnen und Künstler kommen aus den Sparten bildende und darstellende Kunst, Musik und Literatur. Die in Wien lebende Koreanerin Sung Min Kim präsentiert ein 5-teiliges Gemälde, gefertigt in koreanischer Maltechnik mit Langhaarpinseln und unzähligen Schichten aus Tusche, Asche und Pigmenten auf Maulbeerpapier. Für die Künstlerin und Philosophin ist die Bildfläche der Spiegel der Welt, ein Netzwerk an Beziehungen, das sie mit Linien und Formen visualisiert. An diesem Werk hat sie mehrere Monate gearbeitet. Die dazugehörige Lernstation besteht aus einer Unterlage, 2 Langhaarpinseln und einem Behälter mit Wasser. Die Künstlerin gibt eine genaue Anleitung zur Position des Körpers und wie der Pinsel zu halten ist. Für Sung Min Kim ist der Pinsel ein Teil ihres Körpers. Die Kraft kommt aus dem Herzen. Die Schultern sind locker, damit die Energie über die Arme und Hände gut durchfließen kann. Die Besucherinnen und Besucher sind aufgefordert, den Pinsel in das Wasser zu tauchen, überschüssiges Wasser abzustreifen, die Pinselspitze auf das Papier zu setzen und im Einklang mit dem eigenen Atem, ohne Plan, ohne Ziel im Kopf, zu bewegen. Es geht um Achtsamkeit und intuitive Kommunikation mit dem Pinsel, um Beobachtung, wie sich die Linien tiefschwarz auf dem Papier abzeichnen, mit der Zeit langsam verdunsten und aufhellen und sich schlussendlich auflösen. Die gebürtige Österreicherin und seit 1994 in Berlin lebende Ilona Kalnocki untersucht Werkstoffe, einfache Materialien wie Gips, Holz, Schaumstoff. Sie interessiert sich für ihre Charaktersprache und unternimmt minimalistische Experimente, indem sie die Werkstoffe dehnt, quetscht, biegt, verdunsten, aushärten oder wachsen lässt. Sie lenkt ihren Fokus auf kleinste Veränderungen. Es sind ein Werkstoff, eine Handlung und ein Prozess, die sie versucht zusammenzubringen. Dabei arbeitet sie nicht zielorientiert. Sie sucht nicht, vielmehr beobachtet und findet sie. Sie ist fasziniert von den ständig fortlaufenden Prozessen. Ihre Objekte nennt die Bildhauerin Sculpture Sketches. 5 davon stellt sie als Fotografien aus. Auf der Werkbank liegen verschiedene Materialien bereit. Wolle, Holzfasern, Alugewebe, Latex, Schaumstoff und Formelemente wie Ringe, Röhren und Stäbe sowie Fixierklemmen. Mit der Lupe können ihre Eigenheiten untersucht werden. Mit 2 ausgewählten Werkstoffen sollen Besucherinnen und Besucher ihre eigene Skulptur bauen, fotografieren und wieder auseinanderbauen. Mit dieser haptischen Tätigkeit sind Neugierde und Ergebnisoffenheit sowie Experimentier- und Spielfreude verbunden. Nicole Wendel aus Berlin zeigt 2 großformatige Zeichnungen, die sie analog der Dimension ihres Körpers mit Graphit anfertigt. Der Atem, der gegenwärtige Augenblick und der Fokus auf das eigene Körperbewusstsein im Raum bilden die Basis ihrer Arbeit. Sie registriert und visualisiert somatische Empfindungen, Bewegungsabläufe im Sinne von choreografischen Gesten und Rhythmen.
Der Schaffensprozess passiert in unmittelbarem Kontakt des Körpers mit dem Zeichenpapier. Hand, Fuß und Körperabdrücke werden durch Graphitstaub sichtbar gemacht. Verwischungen deuten Bewegung an. Aber auch impulsive Striche sind zu erkennen. Ihr Schaffens- und Reflexionsprozess dauert mitunter Wochen. An der Lernstation geht es um das intuitive Zeichnen, das Wahrnehmen des eigenen Körpers und die Erfahrung, aus dem gegenwärtigen Moment heraus zu zeichnen. Die Künstlerin lädt die Besucherinnen und Besucher ein, aus den aufgelisteten Handlungsanleitungen jeweils eine auszuwählen und diese als Impuls für eine zeichnerische Erkundung zu verwenden. Wichtiger als das Resultat auf dem Papier ist die Empfindung. Bereit liegen Papier und Bleistifte. Eine 3-Minuten-Sanduhr dient zur zeitlichen Orientierung. Der Liechtensteiner Arno Öhri zeigt seinen ersten Spielfilm »Der Eidechsenkönig« in voller Länge. Erste Ideen und die Lust, einen Spielfilm zu realisieren, entstanden schon vor etwa 20 Jahren. Er erfand die Geschichte und schrieb das Drehbuch. Er hatte klare Vorstellungen, wie er filmisch arbeiten wollte, und er kannte bereits seine Schauspielerin und seinen Schauspieler, denen er die Geschichte auf den Leib schrieb. Der Filmemacher zeichnet sich aus durch eine improvisatorische, schnelle Arbeitsweise. Er führt Regie, filmt mit Smartphones und schneidet den Film. Mit einem solchen Vorhaben beweist er Mut und Risikobereitschaft. An der Lernstation hängen Fotografien seines nächsten Filmprojekts. Eine Villa in Spanien, eine Frau, ein Mann, die Legende einer Heiligen. Der Filmkünstler animiert die Besucherinnen und Besucher, sich von den Bildern inspirieren zu lassen und eine Szene oder einen Dialog zu beschreiben, einen Schauplatz zu skizzieren. In Stichworten, in ganzen Sätzen, in Form von Regieanweisungen. Damit werden Gedankenvielfalt und Ideenflüssigkeit, also die Produktion von vielen Ideen zu einem Thema, kultiviert. Das Papier wird anschließend in den Briefkasten gelegt. Arnold Mario Dallo aus Südtirol stellt einen Siebdruck eines fotografierten Porträts aus. Das Bildnis stellt Robert Cornelius dar, der 1839 in den USA das erste Selbstporträt mit seiner Kamera auslöste. Es ist sozusagen das erste Selfie, das je gemacht wurde. In der heutigen Flut von Selbstbildnissen sucht der Künstler im Internet nach vergessenen Toten und namenlosen Verstorbenen. Der Siebdruck mit exakten runden Punkten bildet die Basis für sein Werk. Jeden einzelnen vorgedruckten Punkt malt Arnold Mario Dallo von Hand nach. Ein zeitaufwendiges Unterfangen, geprägt von Unregelmäßigkeiten und Fehlern. Ihn interessieren die menschliche Imperfektion und die zeitliche Komponente. Entschleunigung und monotone Wiederholung verlangen eine hohe Aufmerksamkeit und Durchhaltewillen. Sobald er gedanklich abschweift, passieren Patzer. Er investiert Wochen und Monate, bis das Bild fertig ist. An der Lernstation bekommen die Besucherinnen und Besucher die Aufgabe, sich ein Fläschchen mit integriertem Pinsel zu nehmen und die vorgedruckten Punkte auf der Offsetplatte nachzumalen und damit ihre Konzentration und Disziplin, ihr Durchhaltevermögen und ihre Fehlertoleranz überprüfen.
Clemens Salesny aus Wien ist Jazzmusiker. Er zeigt einen Ausschnitt eines Livestream-Konzerts aus dem Wiener Jazzclub Porgy and Bess am 30. April 2020. Zusammen mit Leo Riegler am Klavier und Lukas König am Schlagzeug spielt Clemens Salesny frei improvisierte Musik. Nebst Altsaxophon bedient er sich der Cracklebox, der er elektronische Klänge entlockt, indem er mit den Fingern beider Hände elektrische Schaltungen auf der Spielfläche anregt. Der Musiker geht möglichst offen und unvoreingenommen an die Sache heran. Ihm ist es wichtig, im Zusammenspiel mit anderen voll und ganz da zu sein. Er hört zu und will mitbekommen, was die anderen spielen, um aus dem Moment heraus zu improvisieren. Ohne Druck und ohne Kontrolle. Er weiß nie, was er an einer bestimmten Stelle spielen wird. Dafür übt er jeden Tag, damit er dann auf der Bühne einen freien Kopf bewahren und auf seine Intuition vertrauen kann. An der Lernstation geht es um Experimentieren und Zusammenspiel. Es liegen zwei Geräte, ähnlich der Cracklebox, bereit, die Besucherinnen und Besucher zusammen mit einem Spielpartner, einer Spielpartnerin ausprobieren können. Im musikalischen Dialog können sie erfahren, wie sich im Moment sein, aktives Zuhören und freies Spielen ohne Vorgabe anfühlt. Cornelia Lochmann aus Bozen, die mittlerweile in Berlin lebt, ist mit einem farbstarken, großformatigen Gemälde vertreten. Davor hängen collagenartig eine Schere, ein Messer, eine Glühbirne. Die Künstlerin spielt mit fantastischen, traumartigen Bildern, aber auch mit ihren eigenen Erinnerungen und Emotionen. Thematisch steht die Frau im Mittelpunkt, mit ihrer ganzen Vielfalt an Rollen und Zusprechungen. Geliebte, Mutter, Heilerin, Hexe. Mit ihrem rätselhaften Bildinhalt verhilft Cornelia Lochmann, dass Offensichtliches wie Verborgenes ins Bewusstsein geholt werden. Die Künstlerin reflektiert sehr viel. Dabei achtet sie auf ihre Befindlichkeit und versucht zu verstehen, woher sie rührt. Auch ihre Kunst, ihre Rolle in der Gesellschaft, die Gesellschaft an und für sich hinterfragt sie andauernd. Am Arbeitstisch liegen Zeitschriften, weiße Blätter, Scheren, Klebe- und Bleistifte bereit. Die Besucherinnen und Besucher können Papiercollagen zum Thema Mütterlichkeit oder Unlimited herstellen und einen Titel dafür finden. Die fertigen Collagen können signiert und anschließend in einen der Koffer gelegt werden. Die Künstlerin will damit den Mut zum persönlichen Ausdruck fördern, das poetische Denken und die Selbstreflexion anregen. Diese Künstlerposition besteht aus zwei Liechtensteinerinnen und einem Liechtensteiner. Die Regisseurin Katrin Hilbe, die Schauspielerin Christiane Wetter und der Schauspieler Nicolas Biedermann haben die siebte Szene aus dem ersten Akt aus Shakespeares Tragödie Macbeth in drei Perspektiven eine Woche lang entwickelt, geprobt, aufgeführt und filmen lassen. Einmal ganz klassisch der Schauspieler in der Rolle von Macbeth und die Schauspielerin als Lady Macbeth. Dann im Rollentausch. Nicolas Biedermann spielt die Frau, Christiane Wetter den Mann. Die dritte Perspektive handelt von zwei ambitionierten Bankern in der heutigen Zeit. Ansehen, Macht und Sturz vom Thron sind auch hier gegenwärtig. Das Schauspielduo kam mit gelerntem Text zur Probe. Unter der klaren Anleitung der Regie hatte es 5 Tage Zeit,
in jeweils drei Rollen hineinzufinden und an den Charakteren zu feilen. Vieles wurde ausprobiert, verändert, manches verworfen, mit Tonalität gespielt, Abläufe im Raum besprochen. Mit Offenheit, Vertrauen und Freude an der Sprache und am Spiel stellten sie sich der neuen Herausforderung. Zwei Sprechkaraoke-Stationen laden Besucherinnen und Besucher ein, selber in die Rolle von Macbeth oder von Lady Macbeth einzunehmen und den eingeblendeten Text mehr oder weniger laut zu lesen. Dabei können sie mit Sprache, Betonung, Mimik und Gestik spielen. Maria Seisenbacher ist Literatin. Sie präsentiert drei ihrer Gedichte, ausgewählt aus drei Gedichtbänden, zu Übergängen im menschlichen Leben. Schreiben ist für sie alles, was sie tagtäglich erlebt, durch ihre Familie, bei einem Spaziergang durch den Wald, im Bus sitzend. Permanent werden Eindrücke abgespeichert. Für die Künstlerin ist Schreiben nicht Bewältigung, sondern Ventil und Ausdruck von nicht fassbaren Wahrnehmungen, die sie zu Sprache verdichtet. Wörter sind Träger von Poesie. Für sie ist ein Gedicht dann fertig, wenn sie innerlich eine Kugel sieht und fühlt. Eine Kugel mit kleinen Ecken und Kanten, die aber passen vom Rhythmus und vom Wort. Die drei präsentierten Gedichte bestehen aus insgesamt 60 Wörtern, die an der Lernstation in Kunststoff 3D gedruckt aufliegen. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, die Wörter in die Hand zu nehmen, sie zu begreifen, nicht nur gedanklich, sondern auch physisch. Sie sollen entscheiden, wie viele Wörter und welche Wörter sie nehmen und beginnen, mit der Sprache zu spielen. Es geht um das Finden des eigenen Ausdrucks, indem sie ihr persönliches Gedicht zum Thema Übergänge mit dem vorhandenen Wortmaterial legen und mit eigenen Worten ergänzen. Der Liechtensteiner Martin Wohlwend besuchte 2019 zweimal die demilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea. In zwei Verbindungstunnels filmte er mit seinem Mobile Phone eine fast identische Begebenheit, die sich zufällig ergeben hat. Mit diesen beiden Kurzfilmen gibt der Künstler der Traurigkeit des koreanischen Volkes auf beiden Seiten der Grenzziehung Ausdruck. Für Martin Wohlwend hat eine künstlerische Idee Bestand, wenn sie einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft ausübt. Wenn sie das nicht tut, lässt er es lieber sein. Seine Kunst muss eine Daseinsberechtigung haben. Dem Künstler hat lange Zeit der Mut zum Scheitern gefehlt. Heute bedeutet für ihn Scheitern eine von vielen Möglichkeiten. Er schaut, was passiert, und nimmt das Gute und versucht, negative Aspekte oder Kritik in positive umzuwandeln. Seine Installation aus Absperrzaun ist Kunstwerk und Lernstation zugleich. In der partizipativen Kunst haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sein Werk mitzugestalten. Sie werden ersucht, die Installation auf sich wirken zu lassen, ihre Emotionen auf den bereitgestellten Bändern zu notieren und diese an den Zaun zu knüpfen. Damit können sie den Umgang mit Ungewissheit üben und ihr kritisches Denken stärken. Der Südtiroler Peter Senoner ist Zeichner und Bildhauer mit starkem Handwerk. Er präsentiert eine Büste aus Aluminiumguss. Sein Ausgangsmaterial dafür ist Holz.
Der große Kopf ist ein Cyborg, ein Mischwesen aus lebendigem Organismus und Maschine, ein Technokörper. Bei seiner Arbeit gibt es nie ein Bild des Endwerkes. Es entwickelt sich aus dem Arbeitsprozess heraus. Es gibt auch keinen Plan im Vorfeld, nur Erkenntnisse aus vorangegangenen Werken. Es ist ein Mix aus Erfahrung, künstlerischem Training und tagtäglicher Arbeit. Der Künstler lädt Besucherinnen und Besucher ein, seine Figur visuell, haptisch und dreidimensional zu erfassen. Die Besucherinnen und Besucher brauchen Zeit zum Schauen, sollen unterschiedliche Standorte einnehmen, die Skulptur mit bereitgelegten Handschuhen angreifen und ihre Wahrnehmungen mit den Buntstiften direkt auf die Holztafel zeichnen. Damit wird ihr Blick auf das Ganze wie auf das Detail gelenkt, um aus der Nähe genau zu erkennen und die Skulptur mit Abstand aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Marco Schmidt aus Berlin macht es sich zur Aufgabe, bestehende Strukturen zu hinterfragen und Festgefahrenes zu zerstören. In seinen Workshops mit Unternehmen nennt er sich auch Lucifer, Lichtbringer. Er führt Führungskräfte und Mitarbeitende durch das Dunkle ins Licht. Um sich als Lucifer zu outen, braucht er Mut und eine große Portion Selbstbewusstsein. Wenn 100 Leute sagen, nein, das können wir nicht machen, wenn es Konflikte gibt, findet er es wichtig, weiterzugehen, agil zu bleiben und die Schwierigkeiten zu lösen. Es beflügelt und motiviert ihn, über Regeln zu gehen. Er bezeichnet sich als sensitiver Rambock. Gleichzeitig ist er aber auch selbstkritisch und zweifelt. Mit seiner interaktiven Installation Grenzgewölbe, Kunstwerk und Lernstation in einem, leitet Marco Schmidt zu einer imaginativen Reise an, auf der der Besucher, die Besucherin durch verschiedene innere Räume gelangt und ein eigenes Kunstwerk kreiert. Es geht darum, den inneren Tresorraum durch Vorstellungskraft zu entdecken und zu knacken. Alles passiert im Kopf, im unendlichen Möglichkeitsraum, in grenzenloser Fantasie und vollkommener Freiheit. Mit Erasmus Plus ist Kunst kann nicht nur ein Kunst-, sondern auch ein Bildungsprojekt. Ziel ist es, dass Besucherinnen und Besucher das Potenzial, das Künstlerinnen und Künstler besitzen, kennenlernen, ohne selbst künstlerisch ausgebildet worden zu sein. Davon zu hören ist aber zu wenig, wenn man sich eine künstlerische Haltung aneignen will. Lernen geht in diesem Fall über das eigene Tun, über das selber Ausprobieren, das Erfahren mit allen Sinnen. Erfahrungen prägen sich ein, im Idealfall natürlich wiederholt, und werden mit der Zeit zu Haltungen. Das ist das Ziel von Kunst kann. Zur Vermittlungs- und Lernplattform erscheint ein umfassendes Handbuch. Die darin beschriebenen Handlungsanleitungen an den 12 Stationen können als Inspiration für zu Hause dienen. Wir wünschen Ihnen viel Freude.